Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Nerim. Beim letzten Mal hatten wir in Gilead aufgehört, wir sind jetzt zurück in Irutin. Denn ich wollte euch noch kurz mitnehmen, bevor wir uns ins nächste Abenteuer stürzen, und zwar in die Bank. Schön, euch wiederzusehen. Sehr wohl. Hinter dem Pfosten da. Denn wir hatten ja noch einen Schlüssel eingesammelt. War das beim Apfelschmuggler oder wo war das? Hier war das auf jeden Fall nicht. Es müsste 212 oder so gewesen sein, meiner Meinung nach. Damit geöffnet. Ich hoffe, das war auch so. Jawohl. Genau, beim Apfelschmuggler. Von Apfel zu Apfel. Silberbarren. Oh, eine Eispranke, Leute. Wie geil denn? Eine Eispranke. Herrlich. Die hauen wir uns direkt an den Kopf. Sehr schön. Wir sind leider zu schwer beladen. Deswegen muss ich mir jetzt hier erstmal wieder aushelfen. Sehr schön. Denn zu einer Sache wollte ich euch noch mitnehmen. Nämlich nochmal zu dem Meisterhandwerker. Denn da wollte ich mit euch zusammen nochmal gucken. Ich habe mir schon mal was in die Truhe eingeladen, deswegen war ich direkt eben auch überladen. Genau, denn ich wollte mal sehen, wie gut man da auch Sachen verkaufen kann. Und hatte mir gedacht, weil wir das ja noch nicht gesehen haben. Ich hatte bei ihm beim letzten Mal ja nur was gekauft. Schauen wir doch mal, wie da so der Kurs ist. Denn der hat ja ziemlich viel Geld. Was möchtet ihr kaufen? So. Kein Problem. Oh, das Spiel ist schon wieder... Ja, und zwar habe ich mir gedacht, wir machen das mal... Ich habe ja noch diese ganzen super teuren Sachen. Auch hier. Also wir würden das tatsächlich hier auch loswerden. Und... Ja, das ist natürlich richtig top. Hier wahrscheinlich sogar, wenn ich auf 100... Ja, würden wir sogar die vollen Groschen kriegen, fast. Das wird er natürlich nicht machen, ne? Ja, doch, doch, der macht das. Ist das geil. Oh, Bombe. Bombe. Ja, Leute. So ist das. Also, der Händler ist hier richtig top. Hier kann man die Sachen verkaufen. Das sind nämlich die ganzen, die ich auch selber geschmiedet habe. Und die sind ja immer relativ viel Groschen wert. Ja, cool. Das freut mich. Auch den vergoldeten Reiterbogen werden wir hier los. Und natürlich auch diese Sachen hier. Das ist natürlich richtig super. Das freut mich, ja, das ihr wollte ich euch gerne nur mal gezeigt haben. Rest mache ich dann wieder alleine. Und ja, das ist ein sehr schöner Tipp. Und ich habe bei der Mathilda auch übrigens noch hier wieder Spinnenseide abgegeben. Ja, dann machen wir gleich nochmal kurz was anderes und dann brechen wir zum nächsten Abenteuer auf. Und da dürft ihr schon mal gespannt sein, wo es hingeht. Also, bis gleich. Ja, Leute, und da sind wir wieder zurück. Wir haben den Schauplatz gewechselt und sind jetzt in Cavaed. Denn ich habe mir gedacht, wir schauen uns hier nochmal ein bisschen um. Nachdem ja der Krieg jetzt hier vorbei ist. Ja, gucken mal, was hier so los ist. Aha, das kann man sogar aufmachen. Ist hier noch irgendwas?
Witziges. Ha, hier war das mit den Pferden, wo wir denn noch weggeritten sind. Ein Eterner Krieger ist hier noch. Gildenhaus. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass ich da schon mal drinne war. Kann aber auch sein, dass ich es falsch im Sinn habe. Aber hier scheint irgendwie auch, ja, niemand zu sein, auf jeden Fall. Genau, und dann besuchen wir gleich nochmal den witzigen Taranor. Gucken, ob der noch irgendwas zu erzählen hat. Wir können ja auch nochmal bei dem ausgebrannten Stadtring schauen. Also richtig aufgeräumt. Haben die auch noch nicht. Da war der gerade, der ausgebrannte Stadtring. Da gucken wir dann auch gleich nochmal. Heruntergekommenes Haus. Witzig. Na gut, dann gucken wir nochmal bei Taranor. Bin ja mal gespannt, ob sich das hier noch irgendwie verändert, wenn, ich sag jetzt mal, ein bisschen Zeit noch oder noch mehr Zeit ins Land gegangen ist, ob dann irgendwie hier die Häuser noch repariert werden. Oder ob da nichts passiert, da bin ich schon mal sehr gespannt. Mal sehen. Gucken. Vielleicht hat er ja was zu erzählen. Oh, war das hier lang, oder was? Ja, anscheinend schon. Und danach machen wir uns dann nochmal auf einen kleinen Rundflug um Kabaed rum, auf den Weg. Hauptmann Drates, ja, den hatten wir retten können, genauso wie den Leibwächter Taranors. Ihr werdet bei mir niemals in Vergessenheit geraten. Cool, ja, okay, der hat nichts weiter zu sagen. Vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal. Das hatte mich jetzt hier auf jeden Fall noch interessiert. Und dann machen wir uns jetzt auf. Ich bin auch auf jeden Fall schon mal gespannt. Ich wollte mal hier hoch. Ich wollte mal da hoch. Und weil da ja noch ein Weg eingezeichnet ist. Ich bin natürlich jetzt voll am Überlegen, wie wir da hinkommen. Weil, ja, ihr seht das ja selber. Es ist ja hier alles von Fels umgeben und theoretisch müssten wir so in die Richtung. Nein. Ich Vollidiot. Schön, wir haben es geschafft. Oh nein, ey. Man denn kommen. Dass wir doch noch mal bei
Taranor gucken. Hier, ne? Ah, sehr verwirrend auf jeden Fall. Hier kommen wir ja hier raus. Wo ist das denn, sagt mal? Puh, da bin ich jetzt gerade echt so ein bisschen überfragt. Um ehrlich zu sein, ob es da... Ich wüsste jetzt nicht so... auf die Schnelle, wie ich da hinkomme, so ein Dreck. Weil das ist ja... Oder ist es... Ach nee, es ist doch hier. Das ist doch hier. Okay. Jawohl. Sind wir hier hoch? Große Nordschneise. Die Karte schmiert schon wieder ab. Scheiße, ey. So ein Dreck. Okay, ja, dann muss ich einmal kurz hier speichern und wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, da bin ich wieder zurück und wie ihr seht, muss ich mich hier schon wieder eines Tricks bedienen. Naja, was heißt Tricks bedienen, aber... ich muss hier irgendwie schon wieder das Pferd bemühen, weil ich sonst diesen Weg irgendwie schon gar nicht finde. Also, ich weiß ja nicht, aber... Ich werde hier mal ein Save machen. Okay, hier ist der Weg. War ich wohl wieder zu blöd oder was? Keine Ahnung. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht. Großes Skelett geht hier schon mal ab. Oh, was ist das für eine Bude hier, Alter? Drachenhöhle. Oh, was? Krass, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Tür. Der Drachenhort. Okay. Und sofort Kampfmusik. Was ist das jetzt für eine Aktion hier? Wirbeldrache? Wie, der ist schon hin oder was? Hä? Ach du Scheiße. Was? Was geht denn jetzt hier ab?
Leute, Alter, die hauen richtig rein. Die bringen auch ganz schön viel EP. Aber ich muss ja sagen, es ist wieder total fantastisch gemacht, ne? Alter Leute, guck mal, wie verwickelt das ist. Boah, was? Oh, hier mit so einem Geysir oder so, so einem Blöker da. Wirbeldrache, ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes hier eine Drachenhöhle, ey. Rückzug, Rückzug. Rückzug, es sind zu viele, es sind zu viele. Ey, was geht denn hier ab? So viele Gegner, ich fass es nicht. Oh, was? Und wie verwinkelt ist es denn bitte? So, gleich wieder voll heilen. Ich habe in der Zwischenzeit übrigens, bevor ich nach Kabaid gekommen bin, wieder ordentlich aufgeräumt hier und genau, wir hatten noch einen Feuerfunken, das wollte ich mit euch noch machen. Und diverse Tränke wieder gebraut und wegverkauft. Und dann habe ich mir auch noch eine Kette gemacht, eine Magiekette 28, weil die 28 Magika bringt. Und wir haben sogar noch ein paar Runen, die wir einlösen können. Und zwar haben wir jetzt... Nee, den hatten wir schon. Dunkle Kreatur. Frostelementar. Und das andere, das war doch irgendwie ein dunklen Malfresser oder so? Ah ja, hier. So, dann legen wir uns den mal auf 6. Da hatte ich sonst immer die dunkle Kreatur. Beschwörung haben wir ja jetzt 100, das dürfte ja nicht das Problem sein. Joa, nehmen wir den Kameraden nochmal mit. Haha, ist das fantastisch. Das habe ich ja nicht erwartet. So, da brauche ich gleich mal wieder die Karte. Es ist schon wieder so cool gemacht, Leute. Drachenhort. Untere Ebene. Ach du Scheiße. Leute, ist das verwinkelt hier. Ich glaub das doch nicht. Ich glaub das doch nicht. Oh, und hier muss man ganz, ganz, ganz genau gucken, Leute. Sonst übersieht man das. Spannend. Ach du Scheiße. Ja, hier muss man...
Ruhe. Ah, hier war ich auch noch nicht. Okay. Viele Sackgassen auch auf jeden Fall. Macht einen ganz nervös hier die Höhle irgendwie. Sackgassen. Ich hoffe, ich finde das auch gleich wieder hier in meinem Wahn. Untere Ebene. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles gesehen. Nee, wir müssen hier lang. Ja. Huh, spannend. Untere Ebene. Oh, eine Rune erstmal direkt entdeckt. Eterna Dolch. Ich sag ja, hier muss man sich ganz, ganz, ganz genau umgucken. Hängt da fest. Oh Leute, jetzt kommen wieder Gegner ohne Ende. Ich falle natürlich auch daneben, sollte es auch anders sein. Immer mal wieder ein bisschen zu Hilfe nehmen. Die kommen jetzt aber von allen Ecken hier. Hohoho, schnellen Trank, sonst war es das gleich. Hohoho. Das war echt knapp. Also ich glaube, einen Schuss hätte er noch gebraucht, dann wäre es das gewesen. Kann ich nur so besiegen, anders geht das nicht. Und dann ist er auch weg in der Lava. So, untere Ebene. Und es geht gleich Bastardo weiter hier, ey. Ach, herrje. Leute, wie groß ist das denn bitte? Oh, was? Oh, zum Glück habe ich immer noch Tränke, Leute. Sonst wäre es das jetzt schon fast zweimal gewesen. Ohne Tränke auf jeden Fall. Ohne Feuerball, ich fass es nicht.
Mine. Was? Ihr habt eine Feuermine aufgenommen und die Spezialfähigkeit Mine aufstellen erlernt. Über den Zauber Mine aufstellen könnt ihr die Minen gegen eure Gegner verwenden. Was? Wie geil ist das denn, Leute? Da haben wir hier noch fantastische Dinge entdeckt. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wie cool ist das denn bitte? Ich werde mir noch mal ein bisschen Licht hier mitnehmen. Ist zwar unideal, sag ich jetzt mal. Weil es ein bisschen überblendet noch. Aber man übersieht das hier so schlecht, so schnell. So. Das war das. Okay, von da sind wir gekommen. Das heißt, hier geht der Spaß weiter. Hohoho. Da kommt noch einer. Bloß schnell heilen, falls gleich wieder die nächsten Schurken hier kommen. Oh, wie viele Gegner denn bitte, Leute, ey? Oh, ich muss eigentlich die Folge beenden und es ist so geil. Hier ist Lava, da bin ich gleich weg, wenn ich das mache. Leute, Nerim-Symbol, magisches Symbol, ich hab's schon genau gesehen. Geil! Geh weg! Leute! Hammer! 76 von 100. Grabesschneide, ein Trank noch. Ja, geh mal weg da. Hol mal ab. So. Volle Zitteralu. Leute, das hat sich so gelohnt hier. Hohoho. Die Gegner, ey. Herrlich. Tippitoppi, ey. Das ist ja fantastisch. Geil. Herrlich, Leute. Herrlich. Hohoho, das war ja die reinste Goldgrube hier, ey. Oh, und wieder so geil gemacht, ne? Einfach nur fantastisch. So, ich überlege gerade, hier war ich doch auch noch nicht, oder? Doch, hier muss ich ja schon gewesen sein. Oh, ist das verwirrend hier.
Hier war ich doch noch nicht. Oh, Leute, guckt mal, die Dietriche und so. Vorhin erstmal übersehen. Vor 30 Sekunden gefühlt. Ich sag ja, hier muss man ganz genau gucken. Das ist echt so fies. Das ist der Endboss jetzt hier. Herr der Wirbeldrachen. Ja! Leute! Herr der Wirbeldrachen. Das war Chefchen hier. Oh, schade. Kann ich mir... Doch! Zeig dich! Eier! Zitteraal. Oh, dreimal Thorium-Nugget. Oh, ist das geil. Herrlich. Oh, die Goldgrube hier. Ich fass es nicht. Runenportal? Was ist das denn? Gegenzauber. Rune, racheerfüllten Geisterfürst erwecken. Oh, ich kann ja mein Glück kaum glauben, Steinsarg. Oh, Leute, das ist ja die reinste Goldgrube hier. Oh, ich fass das doch nicht. Ich mache hier auf jeden Fall ein Safe. Nein, ich glaub das doch nicht. Drachenhort, jetzt, da war ich doch auch noch nicht bei der Tür, oder? Ach du Scheiße, ich muss auch die Folge beenden. Ich will das jetzt auch noch zum Abschluss bringen, irgendwie. Ja, ich mache jetzt mal was Unüberlegtes. Ha! Gut. Das, ne? Kann es sein? Ja. Okay. Aber wo geht das denn da bitte hin, Leute? Andere Tür? Ah, das war die untere Ebene und das obere Ding heißt nur Drachenhort. Ah, okay, ja, dann fahren wir da ja auf jeden Fall schon. Gut, okay, dann habe ich das auch noch mitgenommen. Dann weiß ich da auch Bescheid. So, dann mache ich hier nochmal einen richtigen. Oh. Puh, wo geht das jetzt hin, ey? Nein, Leute! Eisprank! Ich kann ja mein Glück nicht fassen, ne? Ich kann mein Glück nicht fassen. Wo sind wir denn jetzt hier? Das ist ja über den Wolken. Ich fass es nicht. Das ist ja der irre Wahnsinn. Leute, ey. Oh, ist das fantastisch. Wir hauen uns die noch an den Kopf.
ich mal noch ein Save. Ohoho, wir haben ja so coole Sachen erlebt. Ich kann ja mein Glück kaum fassen. Feuermine, ist das geil. Und wir sind in the middle of nowhere, ey. Ohoho. Geil. Ja, aber ich werde die Folge beenden, meine Lieben. Klasse war das. Also wieder fantastisch gewesen. Oh, schön. Ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Ihr dürft gespannt sein, was dann alles noch in Nieren passiert. Bis dann. Ciao.